Tür. Türchen, ja. So, und dann, Beeilung, schnell Fackeln holen aus dem Außenraum, kleinen Unterschlupf. Oder haben wir noch Fackeln dabei? Nein, haben wir nicht. Ah, ich kann nicht mehr rennen. Nein. Scheiße, Alter. Fuck. Okay, dann müssen wir hier bleiben. Müssen wir beim, in der nächsten Aufnahme weitermachen. Oder gleich. Ich könnte ja theoretisch Eisen schmelzen, wenn irgend so ein komischer Zombie kommt und sagt: Ey, Alter, willst du Stress? Dann sage ich: Komm her, ich gebe dir Stress mit meinem Eisenschwert. Und dann hole ich dem erstmal eine über die Rübe. Da kriegt nämlich der Zombie-Stress. Stress. Die wollen alle Stress haben. Wollen die Stress oder was? Die wollen alle so voll korrekt Stress, Mann. Die sind alle so gestresst, wisst ihr das? Und dann machen wir uns ein Eisenschwert. Mehr Wooden Planks haben wir nicht, okay. Das ist halt so. Alter, nee. Nee, oder? Ich kann jetzt auch nicht wegrennen, weil. Alter, nein! Okay, gut, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot. Nein, 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 Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen übersteuert habe, aber. Ich glaube, wir müssen uns gleich erstmal umbringen und danach nochmal zurückkommen. Weil so wird das hier nix. So wird dich nix. Und wir haben auch kein Bett, das ist auch super. Nee, so wird es nix. Das weiß, das sehe ich schon, komme so. Ja, jetzt halt doch mal deine Fresse, Mann. Ich weiß auch, dass du da bist. Ja, ist gut. Soll mal ganz ehrlich, soll mal leise sein hier. Der nervt mich gerade, der Typ. Scheiß Zombie, pack da, ey. Das wäre ein Creeper, nee, ist ein Zombie. Alter, was war denn das? Okay. Alter, nein, jetzt ist immer noch, jetzt ist tiefste Nacht und wir sind hier. Mitten durch Skelette und Creeper rennen. Wirklich super. Und Spinnen und Zombies und. Alter, nee, oder? Ach du Scheiße, jetzt fällen wir hier richtig. Jetzt fällen wir hier richtig, du. Alter, nein! Ganz schnell hier weg. Was? Wo hat denn das Zombie? Wo hat denn das Zombie? Wo hat denn das Schwert her? Alter.
Wo hat denn der Zombie das Schwert her? Hat er das von uns genommen oder was? Die können die Türen kaputt machen? Alter. Okay, ganz ruhig. Also, erstmal hier ein bisschen ohne was sowas spielen. Die sind einfach alle so, mir nicht, sie nicht alle gekommen und so ist passiert. Nicht anders da. Alter, ich hab gar nicht gewusst, dass die hier die Türen aufmachen können, du. Ist mir wirklich ganz neu. Die werden ja von Mal zu Mal werden die hier aggressiver. Beruhigen. Hat man den Schock hier. Puh, wat ein Schock. What the fuck? Ich bin auch so schlau, wie hier mit Dings eine Treppe bauen. So, wir so eine kleine Treppe hier vorne. Fürs Erste. Seit wann können die Türen kaputt machen? Jetzt muss ich mal im Forum nachgucken in Minecraft, ey. Das hab ich noch nie gesehen, sowas. Noch nie gesehen. Und das meine ich jetzt im Ernst. Noch nie gesehen. So. Am besten müssen wir die ganze Kiste jetzt mitnehmen. Die nehmen wir auch mit. Ich meine, jetzt ist es perfekt, hier die Kiste rüber zu tragen, weil wir sowieso jetzt nicht sterben können. Einfach hat der hat einfach den Tür kaputt geschlagen. Und der hat einfach durch die Tür ge. Natürlich kann man durch die Tür jeden killen, ist ja klar, ne? Und danach, als dann der Skelett und die Spinne und der Creeper dahinter waren, dann wird's auch irgendwann, ist auch irgendwann Schluss. Irgendwann musst du es auch wie Gronkh machen und einfach auf Peaceful spielen oder dich in den Game Mode setzen. So, dann die Steine tun wir mal in diese Richtung hier, die Werkzeuge kommen mal darüber. Schwert müssen wir immer bei uns behalten. Ein Ritter hat immer sein treues Schwert. Das kommt mal hier vorne hin, das Grüne und so. Und die Stringtangas sind da oben genau. Juppa. Eieiei. Und ich erinnere mich noch gerade an den Ofen, den wir noch abbauen müssen. Der noch da ist. Reicht das für eine neue Kiste? Nee. So, 1, 2, 3, 6, 7. Alter, eins fehlt uns noch. Einmal wurden Planks fehlt und dann haben wir einen Ofen. Ach, wisst ihr was? Schieß drauf. Gebt einen Schuss direkt drauf. Ja. Notlösungen gibt's hier immer. Ich finde schon Notlösungen. Keine Angst. Keine Angst. Ich finde Notlösungen. Und Doppelkiste. Fertig. Sehr schön. So, machen wir hier noch weitere Sachen. So, erotische Reibeisenstimmchen. So. Das Schwert brauchen wir vorerst erstmal nicht. Ich werde die Optifine-Einstellungen nach jetzt gleich nochmal ändern, bis die nächste Aufnahme anfängt. Die ich nicht heute machen werde, aber irgendwann anders mal.
Oder ich mache sie heute, keine Ahnung, und dann schnibbel ich es zusammen. Nö. Alles super. Kann ich mal kurz in die Höhle reingucken, in der wir waren? Oder in der hier ich da war. Wo sind jetzt hier unsere Steinspitzhacke? Alter. Nicht wahr, oder? Jetzt gehen wir hier hin ohne Steinspitz, ohne Steinspitzhacke, du. Wie wollen wir damit den Ofen abbauen? Kann mir keiner von euch erklären? Du vielleicht, du vielleicht, du vielleicht, du vielleicht. Ich kann mir keinen erklären. Nein, warum nicht? Aha. Die können wir auch noch mitnehmen und dann nehmen wir gleich beide mit. So, jawohl. Die Monster sind mir gerade richtig um den Sack gegangen. Das hat man nicht jetzt im Ernst hier. Und wenn sie schon aus sind, dann kann man auch hier die schnell los in die Höhle zu erkunden. Ach, wisst ihr was? Ich baue jetzt ein bisschen ab. Und da war eine Fledermaus. Ich baue jetzt hier ein paar Sachen ab. Und dann ist gut. Ja, Fledermaus, du brauchst mir nicht nerven. Bitte kack mir nur nicht hier irgendwie auf den Kopf. Oder keine Eier auf meinem Kopf ab. Das wäre nicht so toll. Aber sonst ist alles okay. Nerv mich jetzt bitte nicht. Ich muss hier ein bisschen arbeiten. So, wie gesagt, peaceful nur aus rein hypothetischen Gründen. Nee, einfach nur so mal schnell peaceful gemacht, weil ich glaube, ihr werdet es auf YouTube gerade nicht sehen, aber ich muss jetzt ein bisschen hier mich ranhalten. Und in der nächsten Aufnahme werden wir dann wohl wieder die Monster anmachen. Denke ich mal. Jetzt erstmal nicht. Weil ich erstmal geschockt war, dass hier, dass die hier die Türen aufmachen könnten. Ey, das. Alter, wie die mich erschreckt hat. Da ist sie weg. Die Fledermaus. Oder die andere Fledermaus. Die andere ist ja noch da. Und da ist Eisen. Also das ist auch mit Monstern erkunden können, weil da nicht so viele Monster drin sind hier. Hier Eisen irgendwo? Nee. Nichts. Gucken noch, was dahinter ist. Alter. Jawohl, fliegen hier gleich die ganzen Gravel-Schichten auf uns. Gravel-Schichten. Noch eine Höhle, ja. Noch eine Mine. Diese Hurensöhne da machen hier. Diese Leute machen ihre Monster immer schlauer hier bei Minecraft. Das regt mich wirklich auf. Monster müssen doch dumm sein. So. Crafting Table und Ofen nehmen wir auch mit. Und dann ziehen wir einfach mal gerade um. Fackel können wir auch mitnehmen. Unser erstes Heim. Tschüss. So. Und dann werden wir nun die Aufnahme beenden. Ja. Also, ich freue mich, dass ihr jetzt zugeguckt habt und dass ihr dem alten Herrn hier zugeguckt habt. Dem alten Herrn, ich bin 15, ja, 14, noch 14. Der alte Herr ist auch ein bisschen übertrieben von mir gewesen gerade.
So, machen wir erstmal schnell hier das Dach fertig. So, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ich hatte so ein, aber dieser Schock, das war schlimmer als irgendwie so paranormal hier. So, jetzt kommt der Satz aus meinen letzten Tests von den Horror Games, die ich ja schon alle aufgenommen habe, aber noch nicht alle hochgeladen habe. Ich gehe mir mal die Pisse aus der Hose schaufeln wegen diesem einen Schock gerade eben. Also Leute, bis später oder bis gleich oder bis die nächste Aufnahme ist. Tschüsschen.